Folge vom Ask Jam. Ich befinde mich gerade im Disneyland in Kalifornien. Wir wurden heute von Disney eingeladen, hier ein bisschen zu filmen und ein bisschen Blödsinn zu machen. Und ich dachte, ich nutze die Gelegenheit mal an diesem schönen Ort, um ein paar Fragen zu beantworten, die ihr mir gestellt habt. Aber vorher zeige ich euch erstmal ein bisschen, wie es hier aussieht. Wir sind jetzt gerade bei einer Warteschlange von der Monster AG. Wir müssen jetzt 20 Minuten warten. Ich dachte mir, beantworten wir doch noch eine Frage. Und zwar fragt, wer Strixen fragt, warum das alte Outro? Weil ich es immer noch schön finde und weil Belly das vor 6 Jahren mittlerweile ganz, ganz toll gemacht hat. Außerdem möchte ich damit alte Emotionen in euch wecken und euch zum Abonnieren bewegen. Das ist so ein Trick, weil es ist so ein Psycho-Ding. Bist du bekloppt? Funktioniert nicht so gut, deswegen hat er so wenig Abos. Ja. Ich fange jetzt einfach mal an mit einer Frage von Jasmin. Die möchte nämlich wissen, ich glaube, da sind wir uns gerade alle einig. Was ist momentan euer Lieblingsessen? Cheeseburger mit Whole Grilled Onion von In-N-Out. Whole Grilled Onion. Ja, wir waren während unserer Zeit in den USA bestimmt 10 Mal bei In-N-Out. Nein. 12 Mal. Von 28 Tagen waren wir 12 Mal da. Jetzt haben wir mal eine Frage von der Jasmin. Welche ist deine Lieblingsstadt in Amerika, die ihr bis jetzt besucht habt? Ich fand Morro Bay wunderschön. Wir waren in Morro Rock. Das war das erste Mal auf der Reise, wo ich mich richtig frei gefühlt habe. Auch Vegas hat es mir sehr angetan. Frei gefühlt? Jeden Tag im Hotelzimmer bist du freizügig. Bin ich auch immer frei. Ja, und wie gesagt, in Las Vegas habe ich mich sehr gut gefühlt, sehr, sehr wohl. Weil ich fand es einfach so eine mächtige, große, riesige Stadt. Und der Gedanke, dass das da alles so läuft, obwohl das mitten in der Wüste ist, das ist schon beeindruckend. Was ich sehr geil fand, war Sacramento. Weil es einfach so eine Ruhe ausgestrahlt hat. Trotzdem irgendwie alles hatte. Stimmt. Falls du dich für meinen Lieblingsort interessierst, ja, den Outburger. Der war am schönsten. Wie viel Geld wir im Casino in Vegas verloren haben. Wegen, willst du anfangen? Er leidet und schweigt über seine Wettschulden. Phil, wie viel hast du verloren? Ich hab 1.000 gewonnen. Wegen wem? Wegen dir. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich im Bellagio 100 auf Rot gesetzt habe und 100 gewonnen habe. Hier das Bild dazu. Hab dann aber die nächsten Tage weitergespielt und jetzt bin ich ob 80 oder so im Minus. Ja, ich pack das mal weg. Ich glaube, gleich wird's feucht. Die Schuhe ist echt nicht geil. Wir haben auf Twitter die Frage bekommen, wie uns denn der amerikanische Bacon schmeckt. Also, wir drei waren vor kurzem in Monument Valley und da haben wir uns im Laden eine Packung Bacon gekauft und wir haben uns sogar noch die kleine Packung genommen, nicht die große. Da waren schon unendlich viele Streifen drin. Ja, wir sind zu dritt von einer kleinen Packung Bacon satt geworden. Alles hier in Amerika, was man kauft, ist groß. Viel größer als wir im Walmart waren. 48 Dosen Cola für 11 Dollar, eine Packung 200 Gramm Himbeeren für 8 Dollar. Ja. Das hat mich am meisten verstört. Kein Wunder, dass hier alle fett sind. Nicht fett. Die sind besonders. Besonders fett, ja. So, wir kamen gerade. Wir kamen gerade aus dem Incredible Coaster. Er war wirklich unglaublich. Es sah nämlich so aus. Ich wollte noch was sagen, ich habe nämlich was von der Casino-Frage vorhin vergessen. Nämlich, also ich selber habe ja nur Roulette gespielt und ich war insgesamt 130 Dollar im Plus. So, ich habe dann alles verzockt und beim Cash-Out kriegst du hier so ein Ding. Wie ihr seht, habe ich aus 130 Dollar Plus genau einen gemacht. Und das Ding behalte ich jetzt einfach bei mir als Erinnerung daran, dass ich ein verdammter Idiot bin. So, mittlerweile ist dunkel geworden. Wir sind jetzt auch gerade beim Abendessen. Und der Baumi möchte wissen, was passierte beim derbsten Absturz in der USA? Die Sache ist folgende, so richtig zugesoffen, dass wir total abgeschützt sind, haben wir uns in den USA gar nicht. Mein Leben ist ein Haufen Scheiße. Prost. Wir haben das allerdings unter uns, dass wir uns aus Spaß die ganze Zeit beleidigen. Und wir reden halt die ganze Zeit ein bisschen Assi-Deutsch miteinander. Und das machen wir halt auch in der Öffentlichkeit, weil wir denken, das versteht ja keiner. Stimmt aber nicht immer. Nicht immer. Die erste Geschichte ist uns in Sacramento passiert. Ja. Da standen wir unten in unserem Hotel vor dem Aufzug. Hinter uns ein paar andere Leute und da meinte Phil auf einmal so, so, ich will jetzt gleich mal ein Bier nehmen und dann will ich mich schön aufs Klo setzen und kacken gehen. Da meinte ich so völlig normal, oh ja, so wie ich gestern mit meinem Bier in der Badewanne. Hinter uns fangen auf einmal ein Deutscher an zu lachen. Dann waren wir letztens in Vegas. Oh, das war auch ganz unangenehm. Das Fettchen ist an Ming so, nein, warum? Und Ming halt auch Casino. So, im Casino war das, ja, Ming in Las Vegas. Und Ming meinte jetzt, aber wir sind aussehen wie Huren. Und der Typ fängt voll an zu grinsen. Und Ming so, nein, bist du etwa Deutscher? Der nur so, ich nichts verstehen. Also, auf jeden Fall bei mir in den Outburger war es so, ja, wir hängen jetzt schon über 5 Wochen
wir hängen ja schon irgendwie so 5 Wochen, hängen wir jetzt zusammen ab. Und da bahnt sich ein bisschen Druck an. Und dann habe ich mir so ein richtig, richtig schönes Mädchen gesehen. Und dann habe ich halt so viel gesagt, boah, Alter, schau mal die alle an, Alter. Ich würde die richtig durchnehmen, ne? Richtig lieb haben. Und das Schlimme war, das war eine Deutsche und ihre Freundin stand daneben, plötzlich angefangen Deutsch zu reden und immer den Blickkontakt zu uns gesucht. Und seitdem wusste ich, die hat's gehört, redet niemals Deutsch, da sind so viele Deutsche unterwegs. So, wir kommen zum Ende des Videos und zwar möchte Alina wissen, wieso machst du so tolle Videos? Ja, ich sitze jetzt hier 9000 Kilometer weit weg von euch im Disneyland in Kalifornien und im letzten Monat, wo ich mit den beiden Jungs da unterwegs war, habe ich sehr, sehr viel nachgedacht über mein Leben, wer ich bin, was ich tue, was ich möchte und ich habe mich vor einigen Jahren dazu entschieden, mein Leben dem Film zu widmen. Es macht mich glücklich, einfach Filme zu machen, Leute zu unterhalten, das versuche ich so gut es geht und ich hoffe, auch mit diesem Video konnte ich euch eine Freude bereiten. Wenn dem so ist, lasst mich mit einem Daumen hoch wissen. Schreibt mir doch vielleicht mal einen netten Kommentar. Ich mache das sehr gerne. Ja, haut raus, ihr Süßen.